Schwere Prüfung für die Berlin Rebels. Mit den New Yorker Lions Braunschweig war der bisher ungeschlagene Tabellenführer der German Football League zu Gast. Da war am weiten Rund des Wilmersdorfer Stadions die Anspannung auf jeden Fall greifbar. Und die Rebels legten einen guten Start hin. Durch einen Touchdown von Alex Tunkara gingen die Men in Black früh in Führung. Auch wenn die Antwort der Lions nicht lange auf sich warten ließ, blieben die Berliner immer in Schlagdistanz zum Favoriten aus Niedersachsen. Doch nach und nach fuhren die Löwen ihre Krallen immer weiter aus und zeigten, wieso sie heiße Anwärter auf die deutsche Football-Krone sind. Ja, eigentlich hat es ganz gut angefangen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir heute sehr früh und schnell ins Spiel reingefunden haben und auch daran bleiben. Aber das hat dann irgendwie nicht geklappt. Wir haben uns offensiv sehr, sehr schwer getan. Unsere Defense hat uns viele Chancen eingeräumt, oft den Ball auch wieder geholt mit Turnovers. Und wir waren nicht in der Lage, das offensiv in Punkte umzuwandeln. Vor allem haderte man auf Rebels Seite oft mit den Entscheidungen der Schiedsrichter. Ein Umstand, der eine gewisse Unruhe in der Mannschaft zufolge hatte. Wir spielen in der German Football League, da haben es die Referees auch nicht leicht. Sie können keine Wiederholung ansehen, also ist jede Entscheidung schwierig. Klar war es heute für uns manchmal schwer, die Entscheidung nachzuvollziehen, aber am Ende entscheidet nun mal der Schiedsrichter. Am Ende verloren die Rebels 14-21, ohne Frage eine Niederlage, doch gegen diese starken Braunschweiger auch eine Niederlage, aus der man viel Positives mitnehmen kann. Ja, wir müssen einfach rausgehen und unser Laufspiel etablieren. Wir müssen einfach zwingender sein und abliefern. Auch ich muss mich verbessern, bessere Würfe, Blocks, Reads, einfach alles. Quarterback Harris gibt die Marschrichtung für die nächsten Spiele vor. Wenn den Worten und Taten folgen, werden die kommenden Auswärtsfahrten die Rebels wieder näher an die Playoffs bringen.